Sexheel. Im Sexheel? Nichts dagegen. Im Sexheel. Wie weit ist es überhaupt zu dieser Hütte? Diese Hütte ist das gemütlichste und romantischste Liebesnest, das du je sehen wirst. Falls wir jemals ankommen. Ich glaube, das Glück ist heute auf unserer Seite. Mach alles richtig, vielleicht wirst du dann noch glücklicher. Hey, Pornostars! Ihr braucht den hier. Pornostar? Ich würde es mir ansehen. It's Bingle Bam. Sorry für den kleinen Rausch. Behindert, sehr cool. Oh, ich bin sicher, ihr vertreibt euch die Zeit schon irgendwie. Mhm. Dir viel Spaß auf den billigen Plätzen. Oh, fast vergessen. Ihr müsst den Generator anwerfen, damit ihr seht, wo ihr hingeht. Es sind 6 Kilometer. Okay. Verstanden. Ach, ihr seid super. Josh hat mit mir geflirtet. Okay. Willst du fragen, ob er mitkommen will? Was, wirklich? Was? Nein. Schade, kein Dreier. Das ist jetzt aber schade. Wiggity Woody, I'm coming for that booty. So, hier oben schauen wir uns noch einmal um. Ich kann mir halt echt nicht vorstellen, dass hier oben wirklich gar nichts ist. Ich meine, warum kann man denn überhaupt hier oben lang? Das ist irgendwie doof. I don't know. Pinkelpause gibt's gleich sofort, keine Angst. Ich muss auch auf Toilette. Aber ich möchte an einer bestimmten Stelle schließen. Als Let's Play gibt's das schon auf meinem Kanal und ich werde das auch als zweites Let's Play nochmal auf dem Kanal bringen, aber das werde ich dann persönlich aufnehmen. Alles, was wir jetzt aufnehmen, kommt als Stream auf jeden Fall. Hey, Knackarsch, Fotosession? Auf dem Stream-Kanal. Super Einfall. Okay. Oh mein Gott, das ist perfekt. Wir sind so ein heißes Paar. Krass, wie ein Model. Du hältst die Kamera bereit, dann wird es vielleicht sogar ein Portfolio in der Hütte. Hey, vermerkt. Okay. Es ist eiskalt hier draußen. Na, da kann ich Abhilfe schaffen. Und wie willst du das anstellen? Ich hätte da ein paar Ideen. Also doch Pornostars. Ja, kann man doch sagen. Das sind doch Pornostars hier. Deadass. Booty, 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 booty. Emily ist so dumm, wie sie aussieht, wenn sie wirklich denkt, sie könnte sich zwischen uns beide drängen. Wenn wir Glück haben, folgt sie uns hier raus und hat einen Unfall mit einem Bären. Ich glaube, bei dir sieht sie rot. Ist das so? Übelste Eifersucht. Ihr Pech. Ich bin stolz auf dich, Martin. Du Multitasking-Talent. So, dann wollen wir doch mal hier den Generator anschmeißen. Das wurde uns ja von dem Josh schon gesagt. Hier haben wir aber auch nochmal ein kleines Totem. Autsch. Da könnte Ashley eins in die Fresse kriegen. Oh oh. Okay. Mal sehen. Boom. Sehr gut, Mikey. Wow, du bist echt genial. Hier ist auch nichts mehr. Das Totem haben wir aufgenommen. Until Porn. Ja. Oh Gott, stellt euch vor, es gibt ein Porno-Remake hiervon. Das heißt dann wirklich Until Porn. Um Gottes Willen. Nein. Tada! Sesam, öffne dich. Ziemlich gut, oder? Ja, total, das ist super. Oh ja, ich hab die Hit. Psst.
Naja, man muss zugeben, wenn in dem Pron dann so eine mitspielt wie Sam, ich wäre bestimmt auch nicht abgeneigt, da mal vielleicht reinzuschauen, aus Versehen, aus Recherchezwecken. Ich bin sowas von gespannt. I'm just a man. Sorry. Ein Sexurlaub. Boah. Wegen Hannah und Bess. Wieso räumen die das nicht weg? Tja, ja, nicht, ich fühle dich. Wurden nie abgeschlossen. Okay, jetzt kriege ich Gänsehaut. Woran erinnerst du dich? Es ist alles so verschwommen. Ich kann mich kaum erinnern, was passiert ist. Also, was ich noch weiß, ist, wir haben einen dummen, hirnlosen Streich gespielt und der hat vielleicht Hannah und Beth getötet. Hey, ich meine, es ist nicht unsere Schuld, dass sie in den Wald gerannt sind. Ja. Wer hätte auch damit gerechnet, dass sie etwas so Dummes tun? Well, so kann man es auch sehen. Danke für die Gesundheit. Ich finde das mal niedlich, weil ich niese und dann Leute sagen Gesundheit. Uiuiui. Spoopy! Oh, verdammt. Ich glaube, wir kommen nicht zur Hütte, wenn der Weg blockiert ist. Auf keinen Fall gehe ich zurück in diese Lodge zu den Schießbudenfiguren und trinke heiße Schokolade. Hallo, Shizzle die Dizzle. Weißt du was? Scheiß drauf. Wir sind Abenteurer. Wir finden einen anderen... Ah! Ah! Jess! Oh. Fuck! Hey, Jessica! Ja, hey! Alles gut. Heilige Scheiße, das mich voll erschreckt. Was meinst du, wie es mir geht? Hast du dir den Kopf angeschlagen? Soweit ich das sehe, sind noch alle von meinen 7 Armen dran. Ja. Kannst du raus? Ich weiß nicht. Ich kann hier unten überhaupt nichts erkennen. Okay, ich springe runter. Okay, ich komme runter. Bleib, wo du bist. Hilfst du mir, diese Lore wegzuschieben? Wichtig ist eine Sache. Ist hier drunter... Nein, hier ist kein Totem. Okay. Heißt Jess jetzt Jizz? Wow. Wir könnten halt ohne Scheiß einfach ein Porno entwickeln. Wir sind genauso behindert für sowas. Okay. Also, wie wir beide zusammen stöhnen... Habe ich mir anders vorgestellt. So, jetzt sind wir aber zusammen mit ihr unten und das ist gar nicht mal so schlecht, denke ich. Ich kann ja immer, wenn Sachen passiert sind, sagen, was jetzt zu meinem Let's Play zum Beispiel anders wäre. Beim Let's Play bin ich nämlich nicht sofort runtergesprungen. Da habe ich vom letzten Mal nicht geschafft, das Quicktime-Event zu treffen. Oh, jetzt fast Gott, wieder nicht. Alles in Ordnung? Ja. Ja, bin okay. It's Spinglebab. Danke fürs Followen. Arthur. Okay. Oh Himmel. Hier empfange ich eine Menge Vibes. Und zwar nur die richtig gruseligen. Hier empfange ich eine Menge Vibes. Ich empfange ja auch ein paar Vibes. Spar dir das für die Hütte, Poser. Da lag sie ja, bei einem Glückstotem. Das war letztes Mal wirklich ein Jumpscare, den ich nicht mitbekommen habe. Diese Fledermaus da. Ohne Scheiß. Alter. Nicolas Cage saying boner. Nice, da war doch einer dabei damals bei meinen, Dings. Cards Against Humanity. Videos. Ich fange schon mit der Porno-Version an, natürlich. Bin ich am Start. Pornos, da bin ich immer dabei. Oh, was haben wir denn hier?
Zigarre. Schräger Ort, um gemütlich Zigarren zu rauchen. Ist frisch. Wer wohl hier war? Spoopy, spoopy. Wow. Das hier ist ja historisch. Oh, wie abgefahren. Das ist von den Ureinwohnern, oder? Ah! Oh, shit. Alles klar? Ja, war knapp. Halleluja. Von Sicherheitsvorschriften halten die hier wohl nichts. Ja, ich finde, wir sollten jetzt hier raus. Okay. Hier haben wir noch eine Karte. Scheiße. Der Laden ist die ganze Bruchbude. Sam und Ashley. Das ist auch bestimmt was. Die Schüchterne und die Heiße. Nice. Perfekter Porno. Ein kleiner Hoffnungsschimmer. Ab nach draußen! Dude, Rendolo, ich habe jetzt schon ganz schön oft gesagt, dass ich die Let's Play-Projekte nicht im Stream spielen werde. Also werde ich auch nicht Franbo spielen. Hier ist wieder ein Totem, was wir beim letzten Mal auch noch nicht gefunden haben. Wir finden immer mehr Totems und das finde ich sehr gut. Ein Verlust-Totem. Not so great. So möchte ich Jess sehr ungern sehen. Little confused ass. Nice. Ja, wir haben noch ein Stückchen, was wir streamen müssen, Leute. Da gibt's wohl noch ein bisschen was. In einer Viertelstunde kommt übrigens das nächste Key-Giveaway. 22 Uhr haben wir da schon. Ich finde die Geräusche von Schnee auch voll cool. Die sind besonders richtig gut gemacht. Dieses Kuch, 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 wenn man da in den Schnee reindrückt. Als Josh Hütte gesagt hat, dachte ich schon ans weiße Haus. Warte, bis du die Lincoln-Suite siehst. Oh, hast du vor, mir den kleinen Präsidenten zu zeigen? Lust auf einen Flug mit der Air Force One? Ja, ich würde die Pinkelpause am liebsten ein bisschen später machen. Oh, ein Teleskop. Ein Blick auf die Bäume, ein Blick auf die Wolken. It's Spinglebab. Oh. Wow. Alles klar? Ich habe jemanden gesehen. Alles klar. Ich hab's gehört. Die gucken auch BTTV. Okay. Alles klar. Lass mal sehen. Und. Genascht, Babe. Wir sind ganz allein hier. Möglich. Alles klar. Alles klar. Leute, alles klar. Hey, Jess? Mhm? Bleib dich bei mir, okay? Was ist los? Am Brett steht, dass sich hier oben manchmal Braunbären rumtreiben. Oh, Michael, ich habe eine mega Idee. Von hier kamen wir, ne? Ja. Los, wir streichen einen Bären. Ja. Komm schon, bitte. Komm schon. Wir streicheln einen Bären, Jess. Machen wir das mit dem Bären streicheln. Tut mir leid, Miss Midnight. Ich werde die Jumpscares gleich nicht mehr mit meinen Augen verraten. Ich spiele gleich einfach mit einer Sonnenbrille. Dann passiert das nicht mehr. Ist okay. Spoopy, 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 spoopy. An den habe ich mich selbst nicht mehr erinnert. Ich habe auf Paarungsruf geantwortet. Wow, du Flittchen. Ja, ich habe viel Liebe zu geben. Hab mich erschreckt.
Da haben wir uns ein bisschen erschreckt. Die Blume. Ich mag die Blume, wenn die gepostet wird. Sie kann ja seinen Bären streicheln. Gottes Willen. Bitte nicht. Verdammt, Josh. Hättest du nicht wenigstens den Weg freiräumen können, bevor du uns hier raufschickst? Oh, echt jetzt? Was? Hätte nicht gedacht, dass bei dir das Glas immer halb leer ist. Hast du eine bessere Idee? Mach Platz, du deprimierst mich. Oh, Boo! Angeberin. Hey, Mike. Du hast da was im Gesicht. Okay. Okay. Wenn es das ist, was du willst. Jess? Where is Jess? Jess! There is Jess. Und sie macht sich gerade ihr kleines Was? Bädchen fertig. Kannst du mir helfen, das Feuer anzukriegen? Tja, ich wollte gerade in die Wanne. It's oh. Spinglebab. Oh, kann ich dir dabei irgendwie behilflich sein? Ha, ha, ha. Komm schon. Okay, Josh, dann zeig mal, ob du in deiner schicken Lodge auch das Warmwasser anstellen kannst. Das heißt, ich kann das hier resetten, kann das zumachen, kann hier wieder hochscrollen und wir bewegen uns wieder durch die weitere schöne Welt von Until Dawn. Mal sehen, was wir hier noch alles so zusammen erkunden können. YouTube-Fan, es wäre sehr geil, wenn du vielleicht nur ein Fragezeichen verwendest. Bei so vielen kriegt man ja Kopfschmerzen. Was war das? Gute Frage. Was war das? Man weiß es nicht. So. Now watch me whip. Oh, hier haben wir die Tattoo-Karte. Mhm. Da hat sie einen Tattoo-Termin gehabt. Das sind Hannas Sachen. Ist schon knüppelhart, jetzt hier durchzuschauen, wo man weiß, dass die gestorben sind. Doofe Fliege, geh weg. Schwesterherz, hab dich lieb, Josh. Mann, ich hasse Fliegen. Fliegen sind ja so anstrengend, ne? Besonders wenn die so lange im Raum sind, dass sie langsam anfängt durchzudrehen. Das ist dann immer sehr, sehr anstrengend. Hallo, das schreit ja förmlich nach. Hauptsächlich C. Oh, oh, das wird nicht funktionieren. Er ist ein verrückter, waghalsiger und extrem gut aussehender Typ. Und du bleibst zu Hause und bestickst Kissen oder übst die G-Moll-Tonleiter am Klavier. Gib es auf oder tue etwas wirklich Verrücktes. Lauf von zu Hause weg, lass dich tätowieren oder sowas ähnliches. Alles, was deine Aufmerksamkeit erregen könnte. Hey, du tust es für die Liebe, oder? Also tu es einfach. Ah, dieses kleine schöne Zettelchen hat gesagt, dass sie das tun sollte. Die Fliege war doch schon im Dings-LP da. Erschreckenderweise war die wirklich schon da. Mega-Party. Casa de Mike, bei mir zu Hause. Response very pleased. Ist hier sonst noch irgendwo was? Hier haben wir uns nie wirklich umgeschaut. Guck mal, hier ist auch noch was. Hannah, Josh, Beth, ihr seid eingeladen zu Sams Halloween Party. Kostüme sind Pflicht. Oh, und auf der Hintergrund-Dings ist das. Da kommt das Bild her. Ja, irgendwie fliegt hier immer was in meinem Zimmer rum, da hast du schon recht. Redest du von dir mit total hübscher Typ? Oh. Da fühle ich mich jetzt aber geschmeichelt. Hier geht's nicht lang. Ich glaube sogar, dass ich hier im Let's Play schon versucht habe, lang zu laufen. Das hat auch im Let's Play noch nicht funktioniert. Komischerweise geht's jetzt immer noch nicht. Erschreckend.
Oh ja, die Masken an der Wand. Immer noch sehr, sehr schön. Hallo. Du schaffst das, Mann. Wir vertrauen auf dich. Ja, absolut. Uhu. Auf geht's, Josh. Auf geht's. Was war das gerade für eine komische Stimmlage von Chris? Du schaffst das, Mann. It's Spinglebab. Little Blackie, danke fürs Followen. I appreciate it. Haben wir hier noch irgendwas anderes? Nee. Aber wir können ihn von hier oben zugucken. Auch nett. Und ich schwöre euch, okay, ich werde diese Nacht noch eine Fliege umbringen hier. Ich weiß da was für euch zwei. Was? Ah, diese Fliege. Krieg Krebs davon. Das Spiel wird nie langweilig, das stimmt. Muss ich zugeben. Na, ich bin ziemlich sicher, irgendwo in dieser Irrenbude hatten wir mal ein Hexenbrett. Ein was? Ein Hexenbrett.